Ja, hallo, ich bin der Felix vom Weingut Petri aus Wörsern-Dalsheim. Kurz zu meiner Seite, ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht zum Winzer, danach mein Techniker abgeschlossen und bin jetzt zu Hause bei meinen Eltern komplett in Betrieb mit eingestiegen. Und das ist meine Freundin, die Tina. Ja, ich studiere Weinbau und Önologie in Neustadt und werde dieses Jahr noch fertig. Und dann wollen wir in Zukunft den Betrieb zusammen weitermachen. Wir stehen jetzt hier gerade am Dalsheimer Bürgel. Ihr seht hier unsere Spätburgunderanlage. Wir bauen ca. 80% Weißweinsorten an und 20% Rotweinsorten. Hier vorne haben wir noch einen Cabernet Blanc und den werden wir jetzt gleich im Weingut probieren gehen. Jetzt ein Cabernet Blanc trocken aus dem Jahrgang 2020 im Glas. Den Weinberg haben wir im Jahr 2019 angelegt. Die Besonderheit von der Rebsorte ist, dass sie pilzwiderstandsfähig ist. Das heißt, sie ist resistent gegenüber den wichtigsten Pilzkrankheiten im Weinbau. Deswegen braucht man auch weniger Pflanzenschutzmittel, was auch für die Zukunft ziemlich sinnvoll ist. Wir wollen auch in Zukunft mehr von den Rebsorten anlegen, um einfach weniger Pflanzenschutzmittel zu benötigen. Deshalb bearbeiten wir auch seit 2018 unsere Weinberge herbizidfrei und bearbeiten unter Stockbereich mechanisch. In der Nase ist der Wein frisch und fruchtig, auch exotische Aromen wie Maracuja. Im Geschmack sind Süße und Säure sehr ausgewogen. Er passt auch gut zu Spargel oder anderen Gemüsesorten oder einfach solo auf der Terrasse im Sommer. Kommen Sie doch einfach gern bei uns vorbei im Weingut und probieren die Weine selbst. Mhm.